Latent positiv könnte man die aktuelle Bewegung bei den Märkten bezeichnen. Denn es geht durchaus noch nach oben, aber so richtig Schwung will wohl nicht mehr aufkommen. Wir haben den Ausbruch nach oben ja erlebt, beim Dow Jones zumindest mal. Sollte das doch eigentlich mehr noch triggern. Aber beim DAX, wir gucken mal hier drauf, da sehen wir schon, dass der Index heute zwar immer noch den Drang nach oben hat. Na, Drang ist vielleicht genau das falsche Wort, aber er geht zumindest noch weiter nach oben. Aber so richtig schwunghaft ist das offensichtlich nicht, was wir hier noch sehen. Der Dow Jones ist da eigentlich noch ganz gut mit bedient, aber auch er lässt so ein bisschen nach. Wir können hier so ein bisschen erahnen, dass der Schub nachlässt. Ja, eigentlich hätte das eine Kurve werden sollen. Die Bewegung hier so ein bisschen eben eindreht und das sieht so ein bisschen nach kraftlos aus. Das sieht so nach Endfälligkeit der Bewegung aus. Also auf jeden Fall nicht nach dem, was man sich so vorstellt, wenn man eben bullisch unterwegs ist. Müssen wir mit dem Dreh nach unten rechnen? Ja, streng genommen eigentlich schon. Der Markt hätte es verdient. Der Markt müsste eigentlich mal runterkommen. Wir sehen das hier auf Tagesebene. Wir haben hier den Ausbruch tatsächlich geschafft. Das sind die guten Nachrichten. Und es sieht auch insgesamt schön stabil auf dem Weg nach oben aus. Trotz alledem denke ich mal, ein Rücksetzer, der täte dem Markt durchaus mal gut. Und wenn das Ganze korrektiv eben wäre, also so ein bisschen im Hin und Her Betrieb, dann wäre das eigentlich ideal, optimal sozusagen, um dann anschließend auf weiter steigende Märkte dann wieder zu schielen, um dann eine Fortsetzung nach oben zu erwarten. Noch macht der Markt das allerdings nicht. Das ist jetzt die Hausaufgabe, die wir uns angucken müssen, nämlich ob wir sehen, dass der Markt weiterhin die Schübe nach oben hinbekommt, also irgendetwas, was, ich deute es mal an, schubmäßig hochgeht und dann wackelig irgendwie nach unten. Das wäre eigentlich so eine klassische Bewegung. Das könnte jetzt hier ebenfalls passieren, auf einer kleineren Ebene, zum Beispiel 15-Minuten-Chart. Und oder wir wechseln mal auf den Dow Jones im Intraday-Bereich hier. Das ist quasi der Future oder der entsprechende CFD mit ähnlicher Bewegung. Dass wir sowas sehen wie immer noch ziemlich zügig nach oben, aber im Verhältnis relativ wackelig nach unten. Das würde zumindest mal Mut machen, dass die bullische Seite stimmt. Aber da gehen wir natürlich nicht sofort rein und sagen, cool, so günstig, jetzt gehen wir da einfach long in dieser Situation, sondern die Idee ist, sich tatsächlich dann auch triggern zu lassen, das heißt, sich das bestätigen zu lassen vom Markt, dass der Markt auch weiter nach oben will. Das könnte unter anderem eben durch Zwischenhoch sein. Das ist jetzt auf Minute eine sehr kurzfristige Variante. Die hat natürlich auf Minute etwas höhere Risiken als jetzt im 5-Minuten-Chart oder Viertelstunden-Chart oder sogar Tageschart. Aber das Prinzip bleibt hier das gleiche. Also wer sehr aktiv ist, der könnte sich dieses Bild hier nochmal angucken, ob er sowas hier durchsetzt oder umsetzen will. Mit der Erwartungshaltung, dass der Kurs ja dann zumindest mal das, was wir hier vorne hatten als Bewegung, und dann nach dem Rücksetzer, dass wir das nach oben da nochmal fortsetzen, das wäre durchaus das Typische. Und wir können schon sehen, wenn wir das hier zumindest mal erreichen, das wäre jetzt hier die 27.390er Marke beispielsweise, ja, dann werden wir auch hier nochmal durchgehen und möglicherweise sogar 400 irgendwas dann nochmal sehen. Also da nochmal vielleicht den nächsten Schwung nach oben sehen. Dafür ist es aber wichtig, wie gesagt, dass der Markt dann auch den Schub nach oben macht, denn noch zeigt er sich ja nicht wirklich stark, sondern ist eher auf der Abwärtsseite. Dieses Bild ist möglicherweise, wenn Sie das Video angucken, sowieso schon obsolet. Der Markt ist vielleicht nach unten weggebrochen, vielleicht ist er kurz mal drüber und hat dann das weg. Aber nach genau diesen Situationen Ausschau zu halten, das ist eigentlich nicht die schlechteste Idee. Für Schub könnte heute Abend noch sorgen, dass Fed-Chef Powell unterwegs ist. Nämlich um 19 Uhr europäische Zeit hält er eine Rede. Das ist auf jeden Fall mal aussagekräftig, weiß ich noch nicht genau, aber zumindest mal sehr gerne dafür verantwortlich, dass der Markt da nochmal schubmäßig unterwegs ist. Also wenn da irgendwie was Spannendes kommt, wenn er da was Tolles verlauten lässt, dann ist auf jeden Fall für die Feierabendhändler nochmal mit einer tollen Bewegung da zu rechnen, die man dann sicherlich auswerten und anschließend auch noch handeln kann bis in die Abendstunden dann hinein. Ansonsten lohnt möglicherweise der Blick nochmal auf die Währung Euro gegen US-Dollar. Im Moment relativ schwach unterwegs. Das heißt, wir sehen, dass der US-Dollar einigermaßen stark unterwegs ist, zumindest mal gegen die europäischen Währungen.
Wir sehen Euro gegen US-Dollar geht hier tapfer nach unten. Wir sehen hier Pfund gegen US-Dollar auch tapfer nach unten. Das wären eigentlich wunderschöne Szenarien, um hier jetzt umgekehrt, anders als in dem anderen Beispiel, was wir eben hatten, jetzt nach solchen Bewegungen hier quasi Ausschau zu halten. Das heißt, wenn der Markt hier in die Gegenrichtung mal unterwegs ist, dann zu sagen, okay, da warte ich ab und setze dann meinen Trigger, in dem Fall dann natürlich nicht auf die Oberseite, sondern wenn er in dieser Bewegung dann das letzte Zwischentief in dem Fall dann unterschreitet, um dann sich nochmal auf die Abwärtsseite dann draufzusetzen und zu sagen, den nächsten Schub, den nehme ich da auch nochmal mit. Das wäre so dieses klassische Verhalten, was man da tradingmäßig anwenden könnte. So, also wir haben es gesehen, es gibt spannende Situationen, sowohl natürlich bei den Indizes, na klar, aber auch bei den Währungen, Euro und Pfund zum Beispiel gegen den US-Dollar aktuell nicht so uninteressant. So eine Bewegung vielleicht abwarten, in welcher Zeitebene auch immer Sie sich unterwegs befinden wollen. Das geht auf ganz kleinen Ebenen, das lässt sich hier hinten erahnen, dass man hier vielleicht auf Viertelstunden oder vielleicht sogar 5 Minuten Basis sogar was auf ganz klein sehen konnte. Oder eben hier im Stundenchart für diejenigen, die sagen, naja, ganz so kurzfristig kann und will ich mich da gar nicht beschäftigen, müsste das eigentlich auch gehen. In diesem Sinne drücke ich Ihnen die Daumen, dass Sie die richtigen Entscheidungen treffen, dass Sie auf der richtigen Seite des Marktes stehen. Und freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin alles Gute.